Darin, let's play. Ja, da sind wir schon wieder. Hallo und willkommen zu einem weiteren und neuen Let's Play von mir, den Darin. Ich bin hier jetzt ein bisschen... genau, die Steuerung funktioniert. Und wer kennt es nicht? Es ist das allererste Tomb Raider. Oh nein, nicht Tomb Raider, wir nennen es Tomb Raider. Tomb Raider und wir sind Lara Croft. Genauso sprechen wir es aus, weil genauso habe ich es damals ausgesprochen. Und warum spiele ich... Ja. Komische. Achso, der Helikopter, der uns gerade abgesetzt hat, da gab es am Anfang Video, aber irgendwie war Freps zu blöd, das aufzunehmen, deshalb geht das hier ohne Video. Und warum spiele ich Tomb Raider 2? Ich wollte eigentlich den ersten Teil spielen, doch damit kam Freps überhaupt nicht zurecht, deshalb spiele ich jetzt hier den zweiten Teil zuerst. Und warum? Weil das mein allererstes PlayStation-Spiel war damals. Und ich bin nie durchgekommen. Ich habe hier, glaube ich, das erste und das zweite Level geschafft. Und das war's dann. Also wir spielen hier mehr oder weniger blind. Beziehungsweise das erste Level kenne ich schon. Oder zumindest von damals. Und ich muss mich ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Stirb, du dummer Tiger! So, und wir sind hier im ersten Level. Das ist, glaube ich, die chinesische Mauer. Genau. Hüpsa, und jawohl. Das schaffen wir schon. Ja, also so ein paar alte Spiele, besonders Tomb Raider, das wollte ich früher unbedingt haben, doch ich fand das so schwer. Ja, dass ich es überhaupt nicht durchgeschafft habe. Ich habe mich irgendwie, da gibt es ja diesen Level-Code, dass man sich da durchschieben kann, das habe ich irgendwie geschafft dann. Wobei, da war ich im letzten Level durch das Ganze rumgeschiete und das habe ich auch nicht geschafft. Aber ist ja egal. Ich will ja auch jetzt gar nichts spoilern und alles, aber... Das wird eine Weile dauern, das Spiel. Und je nachdem, wie ich mich hier anstelle, halt ziemlich lang oder nicht so lang. Und boah, guck dir mal die Grafik an. Boah, ist das schön. Boah, guck mal hier. Da ist die chinesische Mauer. Genau so sieht die in echt aus. So und nicht anders. Hier, der Pixel, wo ich jetzt vorstehe, dieses Viereck, das sieht man doch. Das ist genau so an der chinesischen Mauer. Also in China da, ne? Das habe ich auch chinesische Mauer. Hey! Also, guck mal. So, ich spiele mit Joystick, jetzt nicht mit Tastatur. Eigentlich spiele ich ja gern mit Tastatur, aber... warum ist es denn hier so dunkel in der Ecke? Siehst ja gar nichts. Aber hier ist dann doch mit Gamepad besser. Ich glaube, wir müssen... Ja... ich erinnere mich, so ein bisschen zumindest. Ja. Guck mal, was für Abenteuer uns hier erwarten mit Lara Croft hier in China im Moment, ja. Springen! Jawohl, ach verdammt. Ja, jetzt kann die hier schon 10 Meter weit springen und schafft es noch immer nicht dahin. Jetzt aber hier. Hüpsa. Und ich glaube, die Sprache ist auf Englisch. Blöde Steam. Aber ja. Vielleicht kann man das doch irgendwie umstellen. Hab ich nicht rausgefunden. Jawohl, perfekt. Schalter drücken. Flop. Hüp. Ja. Das kriege ich schon noch hin hier. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Und hier kommt doch irgendwas. Irgendwas kommt hier. Ist das ein Geier? Stirb! Oh, der Geier, der hält ein ganzes Magazin aus. Guck dir den an, ey. Das ist ein Held. Ach, das sind noch mehr. Verdammt. Ja, ich verwechsel noch so ein bisschen die Knöpfe hier manchmal. Aber. Jawoll. Okay, oben ist Waffe. Ziehen und wegstecken. Und unten ist... Wollte ich doch gar nicht. Ich wollte ja weiterlaufen. Aber, oh guck mal, da ist doch irgendwas. Oh, ein goldener Schlüssel. Ah ja, ich erinnere mich, wir müssen sowieso hier runter. Super. Super, super, super. So, und ich glaube, hier ist so ein Tiger irgendwo. Ja, guck mal, da ist der Kandidat. Ja, den verarschen, wa? Schnell weg hier. Ey, du Doofe, geh da hoch. Oh, der hat uns einmal gebissen. Oben in der Ecke hat man gerade ganz kurz
unsere Lebensleiste gesehen. Die ist ganz klein, wegen der Auflösung. Die habe ich auf volle Pulle geschraubt und deshalb ist sie so klein. Gucken wir mal, ob wir hier auch ganz viele Rätsel finden. Ich habe ja hier gerade schon, sieht man das irgendwo? Schlüssel, Guardhouse Key. Warum ist sie denn auf Englisch? Blöd. Nein! Ah, oh, jetzt habe ich großes Medipack benutzt. Oh, wollte ich doch gar nicht. Mann. Ja. Auf jeden Fall haben wir gerade am Anfang so ein silbernes Figürchen gefunden und ja, vielleicht finden wir auch noch die anderen. Es gibt, glaube ich, 3 Stück im Level. Silber, Bronze, glaube ich, und Gold. Und wenn man alle hat, dann kriegt man immer nachdem das Level zu Ende ist, irgendwelche Belohnungen, irgendwie Munition, keine Ahnung, vielleicht auch irgendeine Waffe. Ja, da werden wir sehen. Mann, jetzt geht er hoch, du. So, jetzt aber, ich wollte zu der Tür hier und da oben ist ein Fenster mit Gitter. Ah ja, guck mal. Das ist schon interessant, wer weiß, wie viele hunderte von Jahren, wann wurde die chinesische Mauer gebaut, keine Ahnung, ja. Aber seitdem liegt dieser Schlüssel da unten im Wasser und das Schloss sieht auch ziemlich modern aus. Dass die das früher so gebaut haben, ne? Also, der Sarg. Oh mein Gott, eine Tarantel! Da schon wieder eine Tarantel! Alter, die wollen uns fressen! Riesige boah, ich habe eine Spinnenphobie. Ich glaube, Lara auch. Alter, vor allem, wenn die dann einen auch noch fressen wollen. Ist ja gar nichts. Warum renne ich denn hier hoch? Oh. Ich glaube nicht, dass die sich da so schräg festhalten kann. Dafür ist das Spiel zu doof. Man muss da schon ziemlich gerade hinspringen. Genau so hier, sonst funktioniert das nicht. So, mal gucken. Ich kann doch hier so einen coolen Handstand machen. Geht das? Nee, ist hier zu doof. Ah, Tarantel! Tarantel! So, weg. Ah, ein silberner Schlüssel. Aha. Aha. Ah, hab ich gut gefunden. Und flop. Ja. Hier war noch cool. Das sind noch so schwere Spiele. Also, jetzt noch nicht, aber gleich. Das wird schon noch schwer. Da kannst du drauf wetten. Rusty Key. Den rostigen Schlüssel ins rostige Schloss. Tja, die Schlösser passen auch farblich zueinander. Ich will mal speichern hier. Man kann ja unendlich oft speichern, glaube ich. Und empty machen wir mal. So. Das sieht doch hier schon wieder nach Spinnen aus. Die ganzen Spinnweben hier an der Wand. Ja, guck mal da. Da kommen sie runter, die hungrigen Taranteln. War nicht mit mir hier, Kollege. Oh. Hier ist jemand abgenippelt und hat. Mann. Und hat Medipack. Aha. Und ich glaube, der andere ist Schrot finden, Muni. Ich höre doch hier noch was. Oh, verdammt! Boah, die krabbeln einen den Rücken hoch oder springen. Das sind Springspinnen. Das sind keine Taranteln. Ich bin vertan hier. So. Ah ja, hier, guck mal. Hier so ein Klotz, 3 Tonnen schwer, für Lara kein Problem. Ja, wir sind ja Bodybuilderin, ja. Wir haben zwar so Streichholzärmchen, aber das kriegen wir hin. Ist auch keine Herausforderung für Lara. Was denkt ihr eigentlich? Oh, es geht runter und... Ah ja. Ja, da habe ich mich doch richtig irgendwie erinnert, dass hier irgendwas aus den Wänden geschossen kommt. Ja. Also wir haben 2 Möglichkeiten. Wir warten jetzt, bis diese Geräte irgendwann keine Munition mehr haben. Sofern das geht. Was ich bezweifle. Oder wir klettern hier oben her. Ich finde die zweite Idee ja eigentlich, die erste eigentlich besser. Hier so ein bisschen warten, vielleicht einen Tee trinken. Ein paar Spinnen essen. Wir haben ja jetzt schon genug abgeknallt. Ja. Irgendwann wird der Ding schon keine Muni mehr haben. Zumindest rein theoretisch. Man weiß, wie lange das dauert. Wenn da vor 10.000 Jahren kleine chinesische Kinder irgendwie an diesen Eisenscheiben herumhantiert haben. Und wir kennen ja die Chinesen, die, da machen die Kinder sowas schon mal. Gut, heutzutage sind es keine tödlichen Metalldinger mehr. Da sind es mehr so Klamotten oder so. Ah ja, hier, guck mal. Ja, da will ich aber nicht runter. Oh nein! Ich glaube, hinter uns ist ein... Oh, verdammt, hinter uns ist ein Stein, wollte ich gerade sagen. Ja. Oh! Alter! Oh nein, 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 nein,
Aber schnell hier! War hier nicht irgendwo ein Geheimnis? Ich könnte schwören, da... Guck mal, da stirbt man komischerweise. Eigentlich könnte man sich da so zwischenzwängen, aber nee, man stirbt. Da unter uns ist auch einer gestorben. Was hatte der denn? Aber was sind das da? Ein Walkie-Talkie oder so? Keine Ahnung. Das hört sich schon wieder gefährlich an. Oh, guck mal, da hinten. Oh, aua. Ich habe keinen Fuß mehr gleich. Da. Hey. Aha. Aha. Oh, verdammt. Ja, wir waren zu langsam. Gut. Oh nein, wo waren wir denn? Ach, nee. Mann. Ja, besser wie hier mein Schlümpfe-Let's Play, wo man nicht speichern konnte. Zumindest nicht legal. Alter, das war ja was. Okay, wir wissen, wo das Geheimnis ist und das holen wir uns dann jetzt auch. Dann speichere ich vorher ab, damit wir das auch kriegen. Und, ja, wir hätten es gerade eigentlich, wir hatten es ja schon gerade, nur wir waren dann noch ein bisschen zu langsam, weil wir am Anfang nicht richtig positioniert waren. Da hat uns dann die Wand erwischt. Und wir haben uns trotzdem gefreut. Aha! Oh, die Wand kommt. Aha! Oh, die Spitze bohrt sich in meinem Bauch. Aha! Ja. Also, was anderes fällt mir dazu gar nicht ein. So. Hier wieder chinesische Kinderfalle. Konnichiwa. Ich habe daran 5 Jahre gebastelt. Jeden Tag 5 Scheiben. Das heißt, 360 mal 5, sagen wir mal 400 mal 5, so 2000 Scheiben sind da drin. Na, okay, wir warten jetzt, bis hier die 2000 Scheiben durchgeflogen sind. Und das war nur ein Kind, ne? Wahrscheinlich haben wir tausende Kinder dran gearbeitet. Also haben wir nicht mehr, haben wir nicht 2000 Scheiben, sondern mal locker 20.000 Metallscheiben, die hier irgendwo hinter den Wänden versteckt sind und nur darauf warten, hier herumgeballert zu werden. Da, aua, 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 ey, du versaust mir meine Frisur. Ich will den Pferdeschwanz behalten. Weg da. So. Okay, hier können wir noch durch und hier war ja nichts gefährlich. Ja, ja. Oh, Musik. Ja, Musik. Und. Ah, oh, ihr flotti Karotti, raus hier. Schnell, 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 schnell. Ja. Ah, wir leben noch. Oh, jetzt speichern wir aber schnell. Nicht laden, speichern. So. Und jetzt. Im besten Fall keinen Fuß verlieren. Wir sind hier nicht in Saw oder so. Ah. Ah. Ah, das wird schon wieder nix. Gott, wird schon wieder nix. Das ist voll doof, ey. Du musst im richtigen Moment anfangen zu bremsen oder du schaffst es nicht. Und. So! 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 Jawoll! So macht man das. Ah, verdammt. Ich dachte, ich kann hier eine Pause einlegen, aber da kommt schon wieder die nächste Wand. So. Ah! Oh, hier muss man runter, oder? Jawohl. Und natürlich. Speichern wir mal. Wir speichern. So. Und ich will nicht wissen, wie viele 100 Jahre schon hier diese Scheiben am Rumkugeln sind. Aha, oh. Die Spitze haut mir fast den Kopf ab. Aha. Aha. Interessant. Eine Seilbahn, eine Seilwinde. Keine Ahnung, wie man das nennt. Da, ja, was ist da? Die, oh, die zielt auf irgendwas, da muss doch was sein. Oh, Tarantel-Alarm, so. Und wir könnten die Seilwinde benutzen, aber ich gucke mich erst noch ein bisschen um. Alter, guck dir das Ding an hier. Jetzt hier bloß nicht runterplumpsen. Hallo. Oh, ist da ein Vorsprung, kann man da so her? Das wäre mal interessant. Oder ist hier noch ein Weg? So. Gefahr gebannt. Jawohl. Kann man hier hoch? Nein. Ist ein Millimeter zu hoch für uns. Verdammt. Schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Aber vielleicht hier so. Wir können ja mal hier so. Flop. Naja, das sieht so aus, als könnte man da runter. Okay. Das hat früher noch nicht funktioniert im Spiel. Mann! Im neueren Tomb Raider geht das. Halt fallen lassen, dann halt hier diesen Festhalteknopf gedrückt halten und dann hält die sich fest in der nächsten Ebene.
Entweder das funktioniert hier noch nicht, oder ich war einfach gerade zu doof oder an der falschen Position dafür, oder weiß der Teufel. Okay, nochmal hier. Monster-Taranteln, kommt her!